So, ich habe hier meine Schneefräse mal wieder rausgeholt. Und heute möchte ich mal zeigen hier, wie man so eine Fräse startet und dann auch noch benutzt. So, es geht erstmal damit los, dass wir hier sicherstellen, dass da genügend Benzin im Tank ist. Wenn man hier Probleme mit dem Einfüllen hat, kann man hier auch einen Trichter benutzen als Hilfe, damit man nicht so viel verschüttet. Und ganz wichtig hier ist, wenn man zum Beginn der Saison hier neues Benzin einfüllt, sollte man prüfen, ob das verbliebene Benzin da auch noch gut drin ist. Und wenn das hier über den Sommer gestanden hat, kann es sein, dass das Benzin nicht mehr gut ist. Das ist oft der Fall, wenn man hier keinen Stabilisator eingefüllt hat. Und dann sollte man das eventuell zuerst entfernen und dann mit frischem Benzin komplett auffüllen. Und da wir gerade über Benzin reden, können wir hier auch noch mal gucken, ob denn der Benzinhahn hier unterhalb des Tanks geöffnet ist. Und den sollte man auf jeden Fall aufmachen, sonst wundert man sich, dass die Maschine nicht läuft. Und als nächstes prüfe ich dann hier den Ölstand. Dazu schraube ich hier den Ölmessstab erstmal heraus und dann zieht man ihn ganz nach oben, dass man hier die Skala sieht, wo man dann angezeigt bekommt, ob dann auch genug Öl drin ist. Man sollte auf jeden Fall nicht mit zu wenig und auch nicht mit zu viel Öl fahren. Und ja, hier das Öl ist ganz schön schwarz, das heißt dann, dass da mal Zeit für einen Ölwechsel ist. So, und bevor wir dann jetzt den Motor starten, gucken wir uns hier auf der Rückseite nochmal die Bedienelemente an. Da haben wir hier ganz links außen den Ausschalter. Und dann daneben ist hier der Choke oder auch Kaltstarthilfe genannt. Und rechts daneben ist dann hier der Gashebel. Und ganz oben rechts in der Ecke sieht man gerade noch den Primer-Knopf. So, wenn wir jetzt den Motor starten wollen, dann machen wir hier den Choke erstmal komplett auf. Das heißt, ich drehe ihn hier voll nach rechts. Der Gashebel, den stelle ich ungefähr auf die Mitte. Und da das hier einen elektrischen Starter hat, kann ich hier erstmal das Stromkabel anschließen. Und dann drücke ich hier noch dreimal hier auf den Primer-Knopf, damit da etwas Benzin in den Vergaser kommt. Und dann drücke ich hier einfach nur auf den Anlasser. Und wenn man hier keinen elektrischen Anlasser hat, dann muss man halt hier am Kabel ziehen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und dann lasse ich hier für ein paar Minuten den Motor warm laufen. Und währenddessen justiere ich hier immer wieder das Gas und auch den Choke, damit der Motor auch anbleibt. Und sobald wir dann hier fertig sind und loslegen können, dann sehen wir hier unten links, da ist hier dieser Hebel, um den Schneeauswurf hier zu justieren. Je nachdem, wo man den Schnee hingeworfen haben will, das stellt man damit ein. Und dann haben wir oben noch zwei Hebel hier links. Der ist, um die Schnecke zu aktivieren. Und der rechte Hebel, damit fahren wir dann vorwärts bzw. rückwärts. Und sobald man den Hebel loslässt, bleibt das Gefährt dann wieder stehen. Und wenn wir jetzt hier einmal in den Rückwärtsgang schalten möchten, dann lassen wir einfach den Gashebel los. Und in der Mitte haben wir hier den Gangschalter, die Gangschaltung. Und dann stellen wir hier den Rückwärtsgang ein. Und sobald wir den Gashebel hier wieder betätigen, fährt die Fräse dann rückwärts. Und dann schalten wir wieder auf den Vorwärtsgang um. Und weiter geht's. Ja, und das war's auch schon. So funktioniert hier die Schneefräse. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt doch einfach unten einen Kommentar und vergesst nicht, meine anderen YouTube-Videos anzusehen.